Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ja, und bei Dues Leiden. Ja, man muss, das muss man schon sagen, ne? Aber es ist schon unspannend einfach, ne? Aber gut, das nächste Mal, wie gesagt, das nächste Mal habe ich auf jeden Fall ein paar Themen mit dabei. Mal habe ich gar nicht so viel zu erzählen. Außer vielleicht, dass mein Kätzchen, der hat sich, wie soll man sagen, ich habe, meiner Mutter hatte ich ein bisschen Antibiotikum bekommen für dir das Kätzchen, also dann Dankeschön nochmal an die Mutti, ne? Und die hat das nämlich, beziehungsweise die Katze hat das eigentlich ganz gut vertragen jetzt, am Anfang noch nicht angeschlagen so richtig, aber jetzt so übers Wochenende, beziehungsweise so jetzt auch im Verlauf der letzten Woche, also jetzt dieser Woche, ja, es ist gut angeschlagen, also die, für alle, die es halt nicht wissen, meine Katze, die hat, ich weiß mittlerweile das Problem von der Katze, ne? Die hat sich, also die Katze ist 7 Monate alt, 7,5 oder sowas in die Richtung. Und die Katze hat einen, also einen fetten Reißzahn. Eine Katze hat oben 2 Reißzähne und unten 2 Reißzähne. Und davon fehlt einer oben. So, und deswegen ist das Gebiss unausgeglichen. Wie beim Kieferchirurgie halt ganz einfach, ne? So. Und da ist es halt so, dass der Zahn halt fehlt und das Gebiss unausgeglichen ist und deswegen beißt die Katze halt auf die Oberlippe. Und ja, die Oberlippe ist halt, ja, war halt die ganze Zeit lidiert, aber momentan geht das. Also das ist wirklich super. Also muss man schon sagen, auch schon Fell nachgewachsen teilweise. Also das ist schon mal ganz gut. Weil ich hatte nämlich vorgehabt, diese Woche dann halt ein Stück weit in den sauren Apfel zu beißen. Ich bin ja nicht so der Freund von Tierärzten. Ne? Kostet Geld, meistens bringt es dann halt auch nichts und so weiter. Und gerade auch das. Wenn da wirklich hier irgendwas mit Zähne ist und so weiter, das geht sehr, sehr schnell ins Geld halt auf jeden Fall hinein. Genau. Also sprich halt, man hätte halt zu so einer Tierklinik fahren können, das hätte halt erstmal 20 Euro gekostet. Gut, das ist jetzt nicht so das Problem, ne? Das muss einem das Tier dann halt auch auf jeden Fall wert sein. Aber es geht ja dann noch weiter, ne? So, dann stellen die halt meinetwegen dort fest, ja, keine Ahnung, was das ist, ne? Müssen wir röntgen oder so ein Spaß halt. Jetzt habe ich hier zum Beispiel vergessen, ihn abzugeben. Ja, könntest du mal noch kurz warten, das wäre nett. Ja, ich warte, ja. So, nochmal annehmen, zack, und so, kannst. Dankeschön. So, wunderbar. Ich hab jetzt 8%. Zack, so. Ja, wie gesagt, das muss einem das hier halt auf jeden Fall wert sein. Aber, ja, dann heißt das meinetwegen, oh, ja, kann man nicht feststellen, müssen wir röntgen. Und dann bist du auch schnell nochmal bei 50 bis 100 Euro. Die dann so ein Röntgenbild machen. Das ist halt auch uncool. Aber wie gesagt, das ist jetzt gut verheilt. Ich hoffe mal, dass vielleicht, ich habe nämlich mal gelesen gehabt, bei Katzen ist das nämlich auch so, dass die ein erstes und zweites Gebiss haben, wie beim Menschen. Und dass die, ich nenne es jetzt einfach mal, die zweiten Zähne bis zu 8 Monate brauchen können. Und ich hoffe mal, dass der noch irgendwie noch nachwächst. Und wie gesagt, 7 Monate ist er. Und also ist nicht ganz unwahrscheinlich, ne? Und wie es beim Menschen halt auch so ist, ne? Manchmal brauchen Zähne vielleicht auch ein bisschen länger oder sowas in die Richtung, ne? So, das weiß man jetzt noch nicht. So, und solange es halt, wie gesagt, die Endofunktion, Futter oder sowas in die Richtung hat unsere Katze nie gestört. Deswegen ist alles okay. So. Fällt mir noch ein. Worüber können wir noch reden? Schlag mal ein Thema vor. Ach Gott. Ach Gott. Du redest über Katzen und Gizmo liegt neben mir. Ja, meine Katzen sind gerade ausgesperrt. Oh, die armen Katzen. Ja, genau. Genau. Zeig mal deinen Bogen. Wie den Bogen. Zeig mal. Warum willst du ihn schon haben oder was? Zeig mal. Wo denn? Gruppenchat oder was? Poste ihn einfach. Ja, dann poste ich ihn in den Gruppenchat jetzt. So. Gucken, ob ich das noch kann. Ja, kann ich noch. Da ist er. Der tolle Bogen. Wow. Ja, willst du das haben? Was? Willst du das haben? Ja.
Nee. Eigentlich. Nee. Willst du es nicht mit Level 90 als Jäger anziehen? Es ist die viel wert. Ja. Aber ist die wirklich viel wert? Also, die besteht ja aus zwei BA-Äxten. Also besetzt zwei besetzt. Diese Axt besteht aus zwei Äxten aus dem brennenden Adelia. So. Und eine Axt plus 0 aus dem brennenden Adelia kostet auf dem Markt momentan 15 Gem. So, das heißt, zwei Äxte, 30 Gem, die musst du dann plus 7 machen. Und dann musst du die nochmal plus 12 machen. Also, wenn du eine selber, wenn du jetzt eine selber farmen gehst, die selber upst und so weiter. Dann kannst du daran schon locker mal so, weiß ich, deine 80 Gem dran verdienen. Mit einer Investition von 10 Gem. Hm, okay. Na gut, aber man muss halt den Spaß dann halt selber upen, ne? Ja. Das ist dann so ein bisschen der Nachteil. Ah, stimmt, das habe ich halt auch gesehen, ja. Vor einer, ne? Ich weiß aber nicht, was er damit macht, ne? Aber fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Jetzt habe ich nicht angenommen gehabt vorhin. Ja, das war nicht mal ein Moment, wo ich nicht angenommen hatte. Okay. Aber es war, glaube ich, jetzt so das erste Mal in zwei oder drei Folgen. Okay, 78% habe ich. Wie warst du? 13. Ja, das war jetzt wirklich das erste Mal. Oder vielleicht das zweite Mal. Naja, auf jeden Fall, ich war heute einkaufen, habe mir schnell noch ein, zwei Lebensmittel halt gekauft und, war von mir so ein chinesischstämmiger Junge. Also ich weiß nicht, was er damit anfangen will. Aber er hat einfach mal viermal 100 Euro iTunes-Karten gekauft. What the fuck? Ja, ich habe mir auch gedacht. Das ist doch eigentlich ungewöhnlich, oder? Also, oder ist das nicht ungewöhnlich? Na. Also vor allem, ne, ich meine jetzt Paysafe-Karten, ne, das ist ja okay, oder? Weiß ich nicht, dann hätte ich ja wenigstens gewusst, dass er für ein MMO oder hier Amazon, ne? Es gibt auch Leute, die verkaufen, die dann weiter. Amazon ist ja auch in Ordnung, ne? Aber iTunes ist ja gar nicht nur reine Musik, ne? Ich weiß es gerade nicht, aber letztens hat irgendeiner Xbox oder PlayStation, also Microsoft oder PlayStation Karten und irgendwelche Karten im Wert von 25 Euro gegen Gems getauscht. Okay. Aber das bringt doch auch nichts eigentlich, oder? Also. Keine Ahnung, er hat halt irgendwelche Karten verkauft und hat dafür Gems gewollt. Ich weiß es nicht, aber ja, vielleicht hat er diese Karten irgendwo gewonnen, geschenkt gekriegt oder was weiß ich und will sie jetzt gegen Taler eintauschen. Okay, also gegen Gems eintauschen, meine ich. Ja, also wie gesagt, das war so ein bisschen der Moment des Tages, kann man eigentlich so sagen. Von mir, ne, ich habe mich so richtig. Ja, der hat auch noch aufgehalten, da gab es dann auch noch irgendwie so ein Problem bei der Kassiererin, der wollte nämlich eigentlich sogar 5 von diesen 100-Euro-Karten haben. Und die Kasse hat irgendwie nur 4 genommen, halt auf einmal, weiß ich nicht warum. War halt einfach so. Und hat halt den Betrieb halt auch ein bisschen aufgehalten. Gedacht, Alter, ey, was will der damit? Was wollen die Leute mit iTunes-Karten halt, ne? Bei Amazon, hätte ich ja noch gedacht. Bei Amazon wäre ja alles okay gewesen, aber 400 Euro für Musik ist schon heftig. Weiß ich nicht, oder? iTunes ist doch wirklich nur. Oder ist das auch App? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Ich höre mal. iTunes. iTunes. apple.com.de/. iTunes ist eine universelle Multimedia-Verwaltungssoftware des US-amerikanischen Unternehmens Apple. Hat schon mal eine Note als Icon. Ich frage mich, ob iTunes Server, Unternehmen. Das Programm dient dem Abspielen, Konvertieren, Brennen, Organisieren und Kaufen von Musik, Hörbüchern, Podcasts, Filmen, iPod, iPhone und iPod Apps. Es geht los, Achtung. Oh lol. Hat er dich gemisst? Hat er dich ernsthaft gemisst?
hat er dich gemisst, oder was? Nee, der hat halt den anderen Jäger anvisiert. geil. Das ist auch das Highlight der Folge. Mehr wird hier in dieser Folge nicht passieren, ey. Oh mein. Was hat mich gekillt, Alter? Ein abgeschlossenes Gerät, ich muss einfach verwalten, Betriebssystem. Deine Mutti. Funktionsübersicht. Erstmal Steini töten, dann Funktionsübersicht. ja, gut, und mit iTunes, kann man vor allem Musik hören und diese ordnen, sortieren, gruppieren über ein Netzwerk via Bonjour streamen. Bisschen. CDs auf die Festplatte überspielen und Musik-CDs oder DVDs brennen und für diese Cover ausdrücken. Ja gut, du kannst halt noch Filme kaufen. Halt, ne? Unterstützt werden auch QuickTime-Videos ab 4.9. Es ist möglich, Podcasts kostenlos zu abonnieren und zu verwalten. Ja, Filme kannst du halt auf jeden Fall kaufen, ne? Oder mieten oder eher kaufen, ne? Vermutlich. Ja gut, okay, gut, dann nehme ich meine Aussage zumindest ein bisschen zurück. Ist trotzdem ein bisschen etwas ungewöhnlich, ist es trotzdem. Wie gesagt, das war halt so ein kleiner Junge, also der war halt irgendwie 14, 15 oder sowas in die Richtung und ballert dort auf einmal 400, 500 Euro für diese iTunes-Karten aus. Das ist, wie gesagt, ein bisschen komisch. Okay, iTunes bietet nicht nur Musik an, okay, gut, das wusste ich vorher auch nicht, sondern auch Video. Video, na gut, wenn du halt einen Film kaufst, kann das auch mal 5 Euro sein. Ich glaube, die digitalen Versionen kosten, glaube ich, so zwischen 5 bis 10 Euro oder je nachdem. Das kriegst du, glaube ich, manchmal auch billiger. Und halt auf die Nachfrage des Films auf einmal und wie alt der ist. Ja. Bitte? iTunes 10 Euro Gutschein, 50 Euro Gutschein, 100 Euro Gutschein. Noch so. Weiß ich nicht. Erstmal Steini töten. Ja, töte ihn erstmal. Oh, ich habe auch schon länger nicht mehr abgegeben. Alter. Ja, warte. Ah. Aber ich merk das ja wenigstens selber. Das ist schon mal gut. Ja. So, als ob okay, du jetzt. Sowas verpennst. Mein Hit. So, zack. Und dann will ich wieder nehmen. Musik, Filme und Serien verkaufen die auf iTunes. Der preislich ist es schon gerechtfertigt. Also man kann schon mit der nennt jetzt mal doch etwas höheren Summe, kann man das Geld schon vernünftig anlegen, anstatt halt anlegen. Kann man da gar nichts, das ist einfach nur Entertainment. Aber man kann sich zumindest, ja, wie gesagt, die Filme halt, ne, das ist halt zumindest schon mal was. Ja, wie gesagt, bei nur Musik ist es halt definitiv heftig. Oder muss ja auch nicht nur für ihn halt sein, ne, sondern kann halt natürlich auch für seine 20 chinesischen Brüder sein. Das kann halt natürlich auch. Das muss man erstmal runterladen, dann kann man sich Preise anschauen. Oh, ist das dumm. Google, iTunes, Preise. Neue Preise für Musik-Downloads, what? Blabla, unnötig. Ja, das wird aber auch nicht so viel kosten. Musik-Downloads bei iTunes. Filme. Anime. Shaun das Schaf, alles klar. 9,99 €. Was, Shaun das Schaf? Schon das Schaf kostet 9,99 €. Klick mal irgendwo drauf. Ein Brief an Momo, 9,99 €. Ey, ein Brief an Momo, sagt mir irgendwas. Pokémon, der Aufstieg von irgendwas, 11,99 €. Puh, ganz schön teure Preise dort drin. Ne? Weil ich jetzt gerade nicht weiß, wie alt schon das Schaf ist. Ziemlich alt. Schon das Schaf. Vergiss nicht abzugeben. Ey, das ist. Und das Schaf ist 10 Jahre alt, Alter. Krass. Vergiss nicht abzugeben. Das ist heftig. Zurück.
Was hier, wo habe ich das gesehen? Heavy Metal. 7,99 €. Irgendwas, was jeder kennt, Was außer jeder kennt. Pokémon. Mamamoo und die Krähe, der Film, Das kenne ich. Das 9,99 €. kenne ich nicht. Das ist, keine Ahnung, das ist mir so gestochen, als ich das Wort Mama gelesen habe. Die Abenteuer des Pinocchio. 5,99 €. Aber auch kein bekannter Film, ne? Pinocchio kennt aber jeder. Ja, gut. Shiny. Ja, auf jeden Fall, wie geht das? Also, ja, ist schon echt überteuert, ne? Also bei Amazon ist es trotzdem noch günstiger, ey, krass. iTunes, Filme, Preise. Findet den Link schicken. Ich schau hier Oder kurz. Filme Downloads bei ach, iTunes. ich war sowieso bei Anime-Filmen, also ich hab nur Anime-Filme Wie wär's denn gehabt. Anime-Filme? Okay. Es gibt natürlich auch verschiedene Kategorien, aber ich habe zufällig auf Anime geklickt. Ich gehe einfach mal zu Willa, bestimmt. Godzilla 2014 kostet 9,99 €. So Hier. Iron Man 3, der ist zum Beispiel echt alt. Ja, jeder Film kostet da 10 Euro. Das Okay. Dschungelbuch kostet 13,99 €. Hier Star Wars, eine neue Hoffnung. 16,99 €. What the fuck? Star Wars Film 16,99 €, willst du mich verarschen? Was haben sie hier noch? Tribute von Barapanen. Okay. 50 Shades of Grey. Das kennt ihr Alter, offenbar. Star Wars Filme kosten 17 €. Star Wars? Ja, also Ja, ja. es. Mission Impossible. 8 €. So, was haben wir hier noch? Maze Runner, die Auserwählten. Ja, der erste Teil war gut. Fluch der Karibik. Nee. 9,99 €. Ja, die kannst du immer sagen, 10 Euro halt pro Film. Ja, okay, gut. So zwischen 8 und 17 € sind die Preise so. Vergiss Weiß gar nicht nicht, wie das. abgeben. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das bei iTunes ist, ob du den Film dann so richtig offiziell gekauft hast. Weil, nee, musst du ja, glaube ich, dann. Hast den ja dann so gesehen richtig offiziell, glaube ich, gekauft. Ich für meinen Teil habe ja zum Beispiel halt auch Amazon. Da ist es halt zum Beispiel halt so, dass du bei dir die Filme mieten kannst oder leihen kannst. Bin mir gerade nicht ganz sicher, wo denn da der wo der richtige Unterschied ist zwischen den beiden. Also ich glaube ja, dass du mit der Kauflizenz so gesehen, also das Recht, das, ja, weiß ich nicht, auch Abgeben. weiter privat zu nutzen, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Ja. Ich habe noch nie einen Film irgendwie online gekauft oder so. Naja, gut, Das letzte Mal, okay. als ich einen Film zu Hause geguckt habe, habe ich mir ihn noch in der Videothek ausgeliehen vor 6 Jahren, 7 Jahren. Naja, okay, gut, ich würde mal sagen, wir sehen uns einfach mal in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Tschüss.